632 Stimmen. Alle 632 Stimmen waren gültig. Das heißt, die erforderliche absolute Mehrheit, die Herr Kubicki zu erreichen hatte, lag bei 317. Es entfielen auf Wolfgang Kubicki 535 Ja-Stimmen, das sind 85%. Bei 81 Nein-Stimmen und 16 Enthaltungen ist Herr Kubicki gewählt und ich darf ihn fragen, ob er die Wahl annimmt, lieber Herr Kubicki. Er winkt, nein, er zeigt den Daumen und das werten wir konkludent als Annahme der Wahl. Herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg bei Ihrer Aufgabe. Na, jetzt haben Sie es ein bisschen lax gelöst hier mit einfach Daumen hoch. Normalerweise muss man dann schon laut und vernehmlich sagen, ich nehme die Wahl an. Aber nun gut. Hoffentlich kann man das nicht anfechten. Ich glaube nicht. 84,65%, wenn ich das richtig mitgeschrieben habe. Das ist ein wenig weniger als 2017. Da hat er nämlich 92,29% bekommen. Und 2015 hat er schon mal 94,2% gehabt. Also knapp 10% weniger als vor 4 Jahren. Er lag, ja. Es ist trotzdem ein gutes Ergebnis für Wolfgang Kubicki hier bei diesen Wahlen zum stellvertretenden Parteivorsitz.